Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Banjo-Kazooie. Und Kazooie mobbt mich. Sie soll es lassen, bitte. Egal. So, wir befinden uns immer noch auf Klenka. Aber damit unser Übergewicht ihm nicht noch den Magen verdirbt, werden wir jetzt weiter nach oben gehen und ein bisschen die Oberwelt dieser Welt... Die Oberwelt dieser Welt, ja. Oh. Wie hab ich denn das hingekriegt? Das war nicht geplant. Ja, ich will jetzt ein bisschen hier die Oberfläche erkunden, weil da die restlichen Puzzleteile versteckt sein sollten. Ich glaube, ich habe alles weitere unten schon gefunden. Wenn nicht, dann weist mich darauf hin. Aber wird eh nichts ändern. Ja, mir fehlen, glaube ich, noch 3 Puzzleteile. Moment, ich muss mal gerade nochmal in die Statistik gucken. Und zwar fehlen mir noch 3 Puzzleteile und 2 Honigfarben. Moment, Honigfarben. Waren denn nochmal die Honigfarben? Also ich glaube, war nicht hier eine irgendwie? Unter diesem Rohr? Nein. Das nicht. Ah doch! Ja, ich wusste es doch! Ja, seht mal, so viel weiß ich noch. Okay. Damit hätten wir einen, aber ich weiß nicht, wo die zweite ist. Das ist jetzt unpraktisch. Egal, wir werden sie hoffentlich noch finden. Ich möchte jetzt erstmal wieder... Ach da, ich könnte noch erstmal über die Schraube gehen. Der spuckt die nämlich hoch. Und so realistisch wie das Spiel ist, bleibt sie halt oben erstmal eine Zeit lang stecken. Und hier sind Noten. Und ein weiteres Puzzleteil. So, hier müssen wir ein bisschen langsamer gehen. Und ich hätte fast... mein Gleichgewicht verloren. God damn it. Das Ganze nochmal, ja. Bloß nicht aufregen. Ich rege mich nie auf. Nein, sowas ist noch nie vorgekommen. Es sei denn, es passiert jetzt nochmal. So, okay. Nochmal das Ganze auf die Schraube. Ja. Irgendwie passt das gerade sehr gut zu Banjo-Kazooie Schraube locker. Auch wenn der Titel immer noch scheiße ist. Was mache ich denn? Aua. Mann. So, nochmal auf die Schraube. So, wir machen es jetzt langsam. Ja, wir werden ja auch älter. Das heißt, wir müssen alles ein bisschen langsamer machen. Ist aber kein Problem. Wenn es von Erfolg gekrönt ist, was wir hier tun. Ich muss natürlich auch sagen... Mit der Kamera, das funktioniert mit dem Xbox-Controller alles viel besser als damals mit den C-Knöpfen. Was heißt viel besser? Es ist halt einfach handlicher. Das mit den C-Knöpfen hat damals auch super funktioniert. Das möchte ich nicht verneinen, aber das ist schon praktisch mit dem Controller-Stick. Und natürlich ist die N64-Version dieser Version immer noch weit überlegen, weil es einfach die Originalfassung ist. Von daher möchte ich da nicht allzu viele Worte drüber verlieren. Ich wollte einfach mal die Xbox-Version spielen, weil ich sie selber noch nie gespielt habe und einfach wegen der Sachen, die es für Banjo-Kazooie Nuts and Bolts gibt, möchte wissen, was das ist. Von daher, boah, fand ich, das ist eigentlich mal eine ganz gute Idee gewesen, die Xbox-Version mal zu nehmen. Sonst hätte ich natürlich die N64-Version genommen, aber im Moment gibt sich das nicht viel, wie ich finde. Also im Moment hat sich nicht wirklich viel verändert, außer dass wir ein Spielerbild freigeschaltet haben, dass ein paar Schreibfehler in den Texten sind. Und, was noch? Ja, das war's eigentlich. Und ja, das Stop-and-Swap-Feature, was jetzt auch für Nuts & Bolts genutzt werden kann. So, da müssen wir noch hoch. Weil hier auch noch ein paar tolle Sachen sind. Nämlich Noten. Und wenn ich mich irre, kann man das kaputt machen. Genau. Und da ist ein Jinjo, nämlich der letzte. Der Orangene, der sich hier in diesem Gitter versteckt hat. Und das müsste Puzzleteil Nummer 9 sein. Ja. Eins fehlt uns noch. Welches fehlt uns denn noch, bitte? Muss ich gerade mal überlegen. So, da können wir, glaube ich, auch noch rein. Was ist denn da Tolles drin? Oh, da war die zweite Honigfarbe. Juhu, wir bekommen eine ganze neue dazu. Aber wo ist das letzte Puzzleteil jetzt? Habe ich echt noch was übersehen? Ich habe auch noch Noten übersehen irgendwie. So, wo war der Eingang? So, da ist noch so ein grünes Ding. Habe ich hier noch etwa... Ach, da. Okay. Da ist auch noch... eine Plattform, wo wir noch nicht drauf waren. Von daher schnell darüber. Über... Was ist das eigentlich? Ist das alles Rost hier? Ich glaube, das ist Rost, oder? Weil das Ding lebt ja nicht. Das ist ja nur aus Metall. So, und zwar hier über die Schwanzflosse nach da oben. Und da ist das letzte Puzzleteil. Was wir, glaube ich, einfach so holen können. Wenn wir das kaputt machen, genau. Das müsste Puzzleteil Nummer 10 sein. Juhu! Awesome. Damit hätten wir alle. Aber jetzt fehlen uns noch ein paar Noten. Ich hoffe, das da unten sind die letzten, weil irgendwie weiß ich gerade nicht, wo noch welche sein sollten. Sind unter Wasser doch noch welche?
89, 90, 91, 92. Oh, es werden nicht alle sein, glaube ich. 93. Ein Momo-Schädel. 95, 96. 97, 98. Nein! Bin ich einfach doch unter Wasser? Oh nein, warum habe ich die denn bitte vergessen? Oh, tut mir das doch nicht an. Warum denn das jetzt? Okay, liebe Leute, da muss ich da wohl nochmal genauer suchen. Auch wenn mich das jetzt gerade nervt. Habe ich wirklich zwei Nullen vergessen? Wie konnte ich das tun? Oh, das ist doof. Oder habe ich die unten vergessen? Also, beim Schlüssel. Bevor ich alles absuche und sie wirklich da sind, gucke ich tatsächlich mal nach, wenn ich das auf Kommentare habe. So, einmal kurz bitte. Nimm deine Flasche weg! So, und nochmal abgetaucht. Guck mir einfach mal nach. Wie, dann hasse ich mich für den Rest des Tages. Dann werde ich auch getauft, damit ich mich wirklich unten Nullen vergessen haben sollte. So, ist hier noch irgendwas? Moment, sieht's nicht so aus. Sieht sauber aus. Oder seht ihr was? Wenn ihr was jetzt, weiß ich nicht, Moment. Kannst du die Lichter anmachen? Nein. Oder ich habe einen toten Winkel, welchen dauert das wirklich auch in der Not. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben, wenn ich nicht erkriegen möchte. Ich muss nach oben. Weil ja, ich habe die Situation von vorhin, aber es reicht. Oh, ich hab zwei Noten vergessen, verdammt. Wie konnte mir das bitte passieren? Ich guck mich mal oben nochmal. Moment. Da. Ja, natürlich. Da oben. Ach, Gott. Gott sei Dank. Nämlich hier, Moment. Da. Ja. Ist das nur ein? Ne, zwei. Gott sei Dank. So, und zwar müssen wir wieder dort drüben hin, wo die Krebse einen erneuten Bienenstock gepflanzt haben. Ja. Bienenstöcke pflanzt man seit dem neuesten? Stellt es nicht in Frage. Okay, nach oben. Und über die Sprungplattform in diese kleinen Nischen hier. Dann müssten wir eigentlich alles haben. Puh. Gut, dass wir das doch noch geschafft haben. Ich hätte jetzt keine Lust gehabt, alles nochmal abzusuchen. Ja, aber vielleicht habt ihr es... Ich hoffe, ihr habt es nicht gemerkt, aber diese Welt ist so eine dieser Welten, die ich nicht so mag. Genauso wie die nächste. Aber ja, dazu kommen wir gleich. Jetzt mal gerade, haben wir jetzt wirklich alles? Honigwaben, Noten und Puzzleteile. Ja, wir haben alles. Wunderbar. Dann können wir hier raus und überlassen Klenker weiter seinem Schicksal, der dann immer wieder die Socken und andere Kleidungsstücke von Grunty zerkleinern darf. Warum er sie zerkleinern muss? Ja, überlegt mal, wenn Grunty die Socken zwei Jahre lang trägt, sie nicht wäscht und, ja. Man kann sie dann nicht mehr normal zerstören. Dann braucht man so einen Müllzerstörer wie... Hier, Klenker. Aber das Thema ist gerade schlecht gewählt. Wir wollen lieber in freundlichere Gefilde und aus dem Abwasser raus. So, und zwar sind wir das jetzt. Und los, schnell aus dieser Welt heraus. Wo ist die Startplattform? Die ist oben in dem Abflussrohr. So, das heißt, wir werden nochmal kurz hier hochklettern. Diesen Tank anzünden? Nein, das tun wir nicht. Wobei, so ein bisschen reizt es mich ja schon. Nein, das tun wir nicht. So. Toller Kameraschwenk for the win, dass ich jetzt fast runtergeflogen wäre. Schön, schön. Und da in das Rohr und raus aus der Welt. Nummer 3, complete. Yes. Super. Nein, spielen nicht. Ich dachte gerade, mein Spiel hängt sich auf. Ja. Sowas sollte eigentlich heutzutage nicht mehr passieren bei diesem Spiel. Okay, ja, wir müssen in Welt 4. Meine Macht ist so gewalt. Tut die Welt bei mir noch alt. Ja. Soll sie das werden, aber wir können nicht mehr machen, als wir sowieso schon sind. Nämlich hier sollte das, hier der Rahmen für Welt Nummer 4 sein. Ist da auch, richtig. Habe ich es mir doch gedacht. Ich sammle noch die Eier ein. Kann nie schaden. So ein Snack für zwischendurch ist immer gut. Und diese Stage hier nennt sich Bubble oder Bubble Glob. Bubble Glob oder Bubble Glob, ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Bubble Glob Swamp, in die wir jetzt einfach mal die Puzzleteile einfügen. Eins nach dem anderen. Und gleich ist es komplett. Und juhu! Es ist komplett und wir haben die Welt freigeschaltet. Da finden sie sich in diesem eingeborenen Häuschen, oder wie ich es nennen soll. Und dorthin machen wir uns jetzt auch auf den Weg. So, und wie kommen wir da hin? Ich weiß es gerade nicht. Weil ich werde einen Weg finden. So, ab durch den Tunnel. Und wieder zurückgeschwommen. Vielleicht schaffen wir es zumindest noch bis zur Welt zu kommen. Ich glaube, am Anfang werde ich... Mal schauen, ob ich in diesem Part noch mit der Welt anfange. Und die Mine hat übrigens ein Übergebiss. Das ist schade. Und traurig zugleich. Aber es ist nicht meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Tutti wartet. Vergebens, wenn ich so weitermache. Na, wobei, eigentlich bin ich doch recht schnell unterwegs, oder? Kommt schon, Leute. Eigentlich läuft es doch ganz gut. Dafür, dass es semi-blind ist. Wobei ich sagen muss, dass ich mich bisher an die Sachen, die wir jetzt so machen, noch ganz gut erinnern kann.
bevor wir weitergehen zum Swamp, hat ja Grunty noch irgendwas gesehen, was ihr so geschockt hat, dass ihre Augen so rausgequollen sind, wie ihr es jetzt gleich hier sehen werdet. Ich habe euch ja gefragt, was sie gesehen hat. Soll ich da wirklich hochgucken? Möchte ich das wirklich sehen? Hat etwa jemand durch Null geteilt? Nein, es ist ein Licht. Es ist das Licht. Stampfen sie wieder ein, damit sie sich wieder beruhigt. Und für diese tolle Hilfsaufgabe, die wir da gerade geleistet haben, kriegen wir ein Jiggy. Was ihre Nase ziert. Unglaublich. Jiggies als Nasenpiercings. Der Vogel hat nur Quatsch im Sinn. Der Bär, der schleppt ein Doppelkinn. Schau dich mal an. Du hast ein Trippelkinn. Oder so. Okay. Wo gehen wir hin? Wir gehen nach oben und öffnen die Notentür, würde ich mal behaupten. Weil dort geht es jetzt weiter. Wir haben hier alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die wir als Option übrig haben. Und machen die Tür auf. Juhu! Ja, wir haben schon die ganze 300 Noten. Ich glaube, dann kommen wir sogar schon an der nächsten Notentür vorbei, wenn ich mich nicht irre. Aber das wollen wir noch nicht. Da ist eine Vogelscheuche von Grunty, wo ein Jiggy drin wohnt, was wir jetzt noch nicht befreien können. Dafür brauchen wir einen Grunty-Schalter. So, ich glaube, es ging hier hoch. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Durch diesen Baumstamm durch. Schauen wir einfach mal, ob ich hier richtig liege. Ja, die Musik ändert sich schon zur Musik des Sumpfes. Wir könnten jetzt übrigens das Spielchen die ganze Zeit spielen, dass ich immer vor ihm weglaufe und er würde nicht checken, dass er viel langsamer ist als ich. Aber da er Ausdauer hat wie ein Hirsch, ach komm, wir töten ihn einfach. Den braucht eh niemand. Kneipenprügelei! Komm, wir machen das wie Männer. Ich wollte ihm eigentlich mit der Faust eins geben, aber egal. So, was ist hier? Ein Tunnel, der mich zu Brenthilda führt. Warum wohnt sie in diesem Rohr oder in diesem Holztunnel? Ja, sie würde mir nur erzählen, dass Grunthilda... Ja, was kann sie mir noch erzählen? Grunthilda wohnt unter der Brücke. Genau, das sagt sie mir, glaube ich. Noch. Hier sind Gummistiefel. Schieß raus, bevor ihr nicht mit Bortels gesprochen habt. Läuft hier gar nichts. Ja, Gotthilds, ja. Bortels muss uns nämlich noch beibringen, wie man Gummistiefel benutzt. Ja, die Pause ist gewollt. Ja, ganz ehrlich. Das sollte wohl nicht so schwierig sein. Anziehen und los geht's, aber... Ja. So wie es in Spielen nun mal so ist, ist es nicht ganz so einfach, wie man sich immer das vorstellt. So, auf diese Hütte können wir, glaube ich, auch noch irgendwie drauf. Können wir uns auf das Ding draufstellen eigentlich? Ich glaube, ja. So. Aber hier oben ist gar nichts. Egal. Jetzt stehen wir hier oben und beenden den Part erstmal. Da hinten können wir übrigens noch nicht hin, da brauchen wir die Gummistiefel, aber das werden wir dann in der nächsten Welt lernen. Und daher, liebe Leute, ich mache hier erstmal einen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part mit dem Beginn der nächsten Welt, Bubble Globe Swamp. Bis zum nächsten Part.